Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon Story. Wir befinden uns aktuell auf Kars Server und wir haben im letzten Part auch schon viel drüber gesprochen, was das Ganze zu bedeuten hat, was dahinter stecken könnte. Und ich bin jetzt einfach super gespannt, was tatsächlich passieren wird, weil ich denke, dass ich erstmal in ein Digimon reinlaufe. Nein, das will ich nicht. Bitte. Das ist unepisch. Ich will gerade mit vollem KP gerne weitergehen. Was jetzt wirklich passiert, keine Ahnung. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass was sehr Cooles kommt. Da da eben auch der Digilab-Punkt war, gehe ich einfach mal davon aus, dass wir es geschafft haben. Schauen wir einfach mal. Das ist das K-Café in Nakano. Das wirkt gar nicht wie Cyberspace. Tja. Ja, sieht aus wie die echte Welt. Aber es ist nur eine Simulation. Wir sind immer noch auf Kars Server. Hidoi na. Nisemono nante. Das ist ja schlimm, unser besonderes Fleckchen so zu simulieren. Verstehst du jetzt? Ich bin K. Dein Konto hat dein bester Freund Yu gestohlen. Zuerst wollte ich nur deinen Avatar. Eine Simulation hat schon gereicht. Ich wollte nur etwas bei mir haben, das aussieht wie du. Aber nach einer Weile hat es nicht mehr gereicht. Ich brauchte das Original. Also habe ich Feinde ins Leben gerufen. Erst Akira Hosaka, dann K. Ich dachte, wenn ich dich vor denen rette und wir sie gemeinsam schlagen, dann würdest du dich auf mich verlassen. Dann würdest du mein bester Freund sein. Mein Verbündeter. Mein Vorreiter. Dann war also alles bisher nur eine Rolle, die du gespielt hast? Hältst du das für durchgeknallt? Das tust du, oder? Aber wie soll ich dir die Wahrheit sagen? Wie könnte ich dir meine wahren Gefühle erklären? Es hat mir nicht mehr gereicht, nur ein enger Freund von dir zu sein. Doch dann habe ich es endlich verstanden. Die Stimme hat es mir gesagt. Du würdest nie wirklich auf meiner Seite stehen, nicht wahr? In Wahrheit hast du dich schließlich über mich lustig gemacht, wie die anderen. あんな奴らとばかり言っちまうんだろ?
Deshalb gibst du dich nicht mit mir ab, oder? Du hängst stattdessen lieber mit ihnen ab. Du bist genau wie die erbärmlichen Typen, die über mich die Nase rümpfen. Nur reagierst du mit Mitleid statt Gewalt. Also blieb mir nur eins. So stark zu werden, dass sich nie mehr jemand über mich lustig macht. Und dann geschah ein Wunder. Ich konnte Kas Macht sogar in der echten Welt benutzen. Indem ich dein Konto benutzt habe, verwandelte ich mich in dich. Eine perfekte Version von dir. Von dir, als dem stärksten Hacker in Eden. Endlich würdest du bei mir sein. Jetzt kann mich niemand mehr schlagen. Durch dich wurde ich der Vorreiter. Zurück. Ich spreche jetzt für dich, oder hast du das schon vergessen? Das ist doch das Ich, das du werden wolltest, nicht wahr? Oh, Freude! Jetzt bin ich zum wahren Ich geworden. Ah, sein Gesicht ist weg. Vergiss ihn. Der war nur ein erbärmlicher Wurm, der vor lauter Selbsthass und Heldenverehrung irre geworden ist. Bei seinem Gerede über Freundschaft wurde mir übel, aber er war ideal für eine Nebenrolle. Er hat alles geschluckt, was ich ihm gesagt habe. Und langsam habe ich seinen Willen zermürbt. Ohne Selbstvertrauen waren seine Träume von Gleichheit nutzlos. Er wollte Anerkennung, hatte aber keinen Mut, sie sich zu holen. Deshalb hat er so verzweifelt deine Aufmerksamkeit gesucht. Das ging aber nach hinten los und Hudi hat die Lorbeeren eingestrichen. <lacht>
Wie ergötzlich. Das Herz der Menschen ist so schwach und erbärmlich. Daichin Shiro ya. Tappuri to tanoshimasete kureta rei da. Entspann dich. Ich möchte mich für die ständige Bespaßung bei dir bedanken. Ore ga kichiri ore no nozomi o kanaete ya. Omae ga nozomu umae ni natte yaru yo. Ich werde die Hoffnungen des wahren Ichs erfüllen. Ich werde dein ideales Ich werden. Wenn du mich nicht von dir Besitz ergreifen lässt, brauche ich dich nicht mehr. Oder stimmt das etwa nicht? Nun denn, was wollen wir spielen? Ich hab's. Spielen wir Held. Das haben wir doch früher ständig gespielt. Ich spiele den legendären Vorreiter der Dunkelheit, K. und... Und du machst... Was war es noch? Den Retter aus dem Weltraum? Das hat Spaß gemacht. Aber am Ende habe ich immer verloren. Das hat mich früher so geärgert. Ich war schließlich K, der legendäre Vorreiter der Dunkelheit. Ich sollte ein unbesiegbarer Held sein. Ich sollte nicht verlieren. Jawohl, ich darf nicht verlieren. Ich weigere mich zu verlieren. Warum muss ich gegen so jemanden wie dich verlieren? Das darf nicht sein, das darf nicht sein, das darf nicht sein! Dann wollen wir doch mal. Autsch. Also stimmlich komme ich nicht so hoch. Was ist das denn für ein Mist? Autsch. Angriff hoch, Verteidigung runter, Init runter. Oder nicht Init, Int runter und dafür panisch? Na, das ist ja ganz toll. Wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt schlafe ich auch. Es wird ja immer besser. Wow, der haut ganz schön rein. Wenn ich da mal ganz kurz was zu sagen dürfte. Zu Yu selbst. Dass Yu diese ganzen Gedanken und Gefühle hatte, haben wir ja im letzten Part auf jeden Fall auch schon besprochen. Davon ging ich ja auch aus. War ja auch ziemlich offensichtlich. Ich finde nicht, dass er unbedingt ein schlechter Mensch dafür ist. Weil ich meine, ist es nicht irgendwie auch menschlich, wenn so viel auf dich einprasselt und er wirklich gerade in der Vergangenheit so viel mitmachen musste und vielleicht auch niemanden hatte, an den er sich wenden konnte, dass ihn das von innen heraus aufgefressen hat? Also ich meine, klar, er braucht ganz dringend psychologische Hilfe. Aber ich kann es irgendwie verstehen, weil er ist deswegen kein schlechter Mensch, er hat deswegen kein schlechtes Herz, nur er kann damit einfach nicht umgehen. Und dementsprechend, wie gesagt, er braucht ganz dringend Hilfe und es ist auch keine Rechtfertigung für das, was er getan hat, auf gar keinen Fall. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich ihn jetzt dafür hasse, was er getan hat, weil ich es vielleicht irgendwie auch verstehen kann, zumindest wo es herkommt, auch wenn es wirklich schon sehr krankhaft war. Also das finde ich auf jeden Fall gut gemacht, auch diesen Reveal und so weiter, nur... Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von Matadormon. Ich weiß nicht, ob es unbedingt daran liegt, dass ich es selber im Team hatte, aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die Stimme in Yu irgendwie so ein bisschen was Epischeres ist. Vielleicht auch irgendwas, was man mit den restlichen Storysträngen verknüpfen kann. Und sei es jetzt irgendwie ein Eater oder sonst was, aber weiß nicht, ich finde Matadormon wirkt so ein bisschen unepisch an der Stelle. Also das hat mich ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet, was da wirklich von Yu Besitz ergriffen hat. Das auf jeden Fall. Wir haben ja auch gesehen zwischenzeitlich, dass die Stimme voll und ganz übernommen hat und dass Yu das, glaube ich, gar nicht mehr so wollte. Zumindest hat man das ja für so einen Moment gesehen, dass er wirklich gezittert hat und gar nicht so glücklich aussah.
Da bin ich mal sehr gespannt, was passiert, wenn Yu hoffentlich wieder aufwacht. Dass das hoffentlich alles gut geht und wir dann nochmal mit ihm reden können über alles. Wie gesagt, keine Rechtfertigung, aber Tatsache ist, er wurde halt auch hart manipuliert. So, du wärst Virus. Da könnte ich potenziell Ravemon auf jeden Fall noch gebrauchen. Und Plessy ist zumindest nicht mehr panisch, deswegen darfst du, glaube ich, erstmal noch drin bleiben. Weil eigentlich bist du auch gar nicht so geil, aber Kirubimon will ich halt auch nicht unbedingt drin lassen. Vielleicht mache ich es einmal so. Ich weiß, wie gesagt, prinzipiell wäre Serum da auf jeden Fall das Beste und Datei wiederum nicht so gut. Aber ja, mal gucken, ob ich vielleicht jetzt nicht ganz so viel abbekommen werde. Die kritische Ladung ist in Ordnung, denke ich. Das nicht, das ist furchtbar. Hör auf damit. Was ist das denn für ein Scheiß? Vor allem alle drei panisch zu machen? Das ist halt echt nicht so lustig. Autsch. Und Beelzemon boostet sich einfach immer weiter. Nee, das ist echt unlustig mit der Panik. Wow. Also ich weiß, es gibt natürlich... Nein, ich amüsiere mich gerade nicht. Items dagegen. Also, dass man halt eine Panikbarriere oder sowas ausrüstet. Aber ist halt, ehrlich gesagt, gerade gar nicht so lustig, dass es auch nicht von alleine mal aufhört. Also das ist, wie gesagt, finde ich gerade sehr unlustig, dass er diese Fähigkeit hat, die mich immer weiter boostet, meine Verteidigung im Gegenzug senkt. Und, ja, ne? Ihr versteht mich. Ich mache mir selbst sehr viel mehr Schaden plötzlich, weil meine Verteidigung ist gesenkt und ich greife mich selber an. Ich versuche mal erstmal ein bisschen Schaden zu machen. Ich bin ja gut geboostet. Und wenn ich jetzt mal die Gelegenheit dazu habe, will ich mal gucken. Du hältst leider auch einiges aus. Autsch. Und dir geht's auch gut. Okay. Was mache ich jetzt am schlausten? Die Mitte wiederbeleben? Eventuell erstmal. Normal oder voll? Ich glaube, ich würde jetzt gerne einfach mal voll heilen. Das ist echt ein mieser Special Move. Weil, wie gesagt, mich so heftig zu stärken, ist natürlich schön, wenn ich physische Digimon habe. Aber im Gegenzug dazu natürlich, wenn ich panisch bin und mich selber angreife und dann umso mehr Schaden mache, ist natürlich nicht so nett. Da muss man vielleicht auch einfach ein bisschen Glück haben, dass er das nicht permanent macht. Richtig toll ist das alles nicht. Wobei, ich werde mal heilen, denke ich. TP brauche ich, damit ich nicht abkratze. Weil es ist halt auch ein bisschen unberechenbar, weil ich echt nicht einschätzen kann, wie sehr ich mir wehtue selber. Weil ich das Beelzemon noch mit auf dem Feld ist, ja, tue ich mir halt umso mehr weh. Aber gut, dafür ist mein Angriff exorbitant hoch, ne? Kannst du nichts gegen sagen. Autsch, das war schmerzhaft. Du greifst aber magisch an. Heißt, du hast nochmal die Ehre, Beelzemon zu heilen. Weil du sowieso mit dem Angriffsboost gar nicht so extrem viel anfangen kannst. Ich müsste dich eigentlich auch mal austauschen, aber... Ach komm, hauen wir mal drauf, gucken, wie viel Schaden das macht. Vielleicht mache ich das auch gleich mal. Dass ich so ein bisschen nochmal durchwechsle, sobald ich kann. Nein, ich amüsiere mich immer noch nicht. Danke der Nachfrage. So, Beelzemon kann erstmal noch draußen bleiben, weil das ist eigentlich immer schöner Damage, der da gebündelt kommt. Vor allen Dingen, wenn da noch so ein bisschen mehr mit bei ist. Na, mal gucken. Ja, das ist schon mal gut. So. Ravemon. Du kannst auch mal physisch angreifen, weil der wurde ja gut geboostet. Ja, das war gut. Meine Güte, Beelzemon in Kombination mit diesem scheiß Skill. Vor allen Dingen, es trifft doch jedes Mal. Wie gesagt, wenn man das weiß, gut, dass du pausierst, dann würde ich ja sagen, okay, man kann vorher die Panikbarrieren ausrüsten, vielleicht rettet mich das. Aber das konnte ich ja jetzt nicht ahnen. Autsch. Kann gerade auch
nur zugucken. Leider. Ich wünschte, ich könnte was machen. Na, ach, könnt ihr bitte mal aufhören? Also, schön, dass ihr den Gegner angreift, aber könnt ihr bitte mal aufhören, panisch zu sein? Tot gekontert. Weil so langsam wird es ein bisschen kritisch. So minimal. Ich verliere nicht, ja, das ist schön. Meine Güte. Aber ich glaube, kann ich Leichen austauschen? Ah, das Panische wurde natürlich mitgenommen. Ist natürlich gar nicht so, so pralle. Na gut. Wiederbelebungsspray? Boah, das ist aber ziemlich OP. Dann nehme ich erstmal das hier. So. Belzemon einmal wieder voll wiederbeleben. Ja, ich weiß, es wird langsam... Was ist das? Eine Scheiße! Meine Güte! Da muss ich mich vor Schreck erstmal anders hinsetzen. Ist das mit der Panik eine dumme Scheiße? Es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber... Ist halt echt unnötig. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn alle drei Digimon tot sind. Kann ich dann einmal wechseln? Ich glaube, ne? Das ist halt furchtbar nervig. Yay, ein KP, die ich jetzt nicht mehr haben werde. Achso, jetzt kommen die automatisch rein. Ja, geil. Boah, das ist so super ätzend. Kirubimon schläft, das ist schön. Du greifst dich selber an. Ja. Ach, Jessmon kann was machen, das ist aber schön. So, was habe ich denn da Schönes? Das ist natürlich schon nett, aber ich hätte halt gerade echt eher das hier. Halt alle Verbündeten von Status leiden. Ja, bitte. Das ist ja super ätzend. Dann ist schon mal die Panik, wie gesagt, weg. Mach das bitte nicht noch... Nein, hör auf, das zu machen! Oh, was ist das für ein Kampf? Du kannst einfach nur daneben sitzen und dir das angucken. Also wie gesagt, sollte ich dieses Spiel dann nochmal irgendwann spielen, dann werde ich vorher sämtlichen Digimon die Panikbarriere oder wie auch immer es heißt ausrüsten, damit das eben nicht nochmal passiert. Ist das ätzend. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß auch gar nicht, was ich am schlausten machen soll dagegen. Ich kann mir das ja auch gerade einfach nur angucken. Also, wie kann ein einzelnes Digimon so viel Ärger machen? Joa, was machen wir jetzt am schlausten? Ich denke, Kirubimon kann halt noch viel Schaden machen. Heißt... werde Kirubimon mal davon erlösen und mal damit angreifen und hoffen, magisch ist physisch in dem Fall besser? Ich weiß nicht. Machen wir es mal so. Wie viel Schaden mache ich dir denn? Das war schon mal guter Schaden, aber ich weiß nicht, ob das so lange anhält. So, und dann belebe ich Dragmon mal wieder, denke ich. Weil es jetzt einfach im Kampf ist. Und weil dann natürlich auch sämtliche Statusleiden und so erstmal weg sind. Also ich bin ja eigentlich ein lieber, netter Mensch. Aber dieser Kampf... Also ich kann es ja irgendwie nachvollziehen, dass sie den Kampf schwierig machen wollten, wenn Matadormon selbst schon so ein bisschen unepisch ist. Und alles... Ja, das ist doch... Ich weiß nicht, was es ist. Da habe ich ja schon fast Lust, gleich die PlayStation auszuschalten und den Kampf nochmal mit Panikbarriere zu machen. Weil das geht halt gar nicht. Vor allem, er spammt es halt permanent. Du hast ja auch keinen Einfluss drauf, was die Digimon machen, ne? Wie man sieht, funktioniert das auch nicht sonderlich gut. Also sie haben so die Chance... Weiß ich nicht... So ein Drittel oder so den richtigen anzugreifen. So. Ich werde aber auf jeden Fall hier auch nochmal angreifen, denke ich. So. Um dich langsam down zu kriegen. Und dann konterst du mich tot. Das ist schön.
Ja gut, verwirrt bin ich sowieso schon. Oh, ich kann was machen. Es tut mir halt auch so ein bisschen weh, dass ich meine ganzen geilen Wiederbelebungen jetzt rausballern muss. Aber ich glaube, so viel anderes bleibt mir gar nicht übrig, weil ich gucken muss, dass ich möglichst viel Schaden drücke. So. Gegen alle Gegner. Senkt Verteidigung, ja gut. Dunkelschaden. Wasserschaden. Nehmen wir das mal. Das war schon mal ein Anfang zumindest. Der Konter ist halt auch ein bisschen... Innerlich stirbt gerade irgendwas in mir, falls mir das noch nicht aufgefallen ist. Vor allem der ganze Server ist so cool. Also ich finde das ganze Prinzip dahinter echt gut gemacht. Und auch das mit Yu und so. Es ist halt echt cool. Und dann kommt dieser Kampf und ist einfach so... Ich weiß doch nicht mehr, was ich da machen soll. Wenigstens hast du jetzt nur noch einen zum Angreifen, das stimmt. Ist das nicht herrlich? Ich finde schon. Problem ist, meine Intelligenz sinkt natürlich auch immer weiter. Aber du kannst dich natürlich auch selber angreifen, das stimmt. Ja, und ihr so? Oh, ich glaube, viele Digimon habe ich auch gar nicht mehr. Nö, tatsächlich nicht. Ich glaube, wir haben nur langsam ein Problem. Ja gut. Da bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig, als alle wieder zu beleben. Weil, was soll Plessy alleine machen, ne? Haben wir wenigstens das schon mal. Der Kampf ist ätzend. Bin ich die Einzige, die sich da so extrem schwer mit tut? Wie gesagt, wenn man es weiß, kann man natürlich was gegen den panischen Zustand tun. Ganz klar. Wenn man es aber nicht weiß, ich weiß halt nicht, ob das reicht, ne? Machen wir es erstmal so. Dass ich zumindest noch drei Digimon habe. Also wie gesagt, wenn man es vorher weiß, würde ich ja sagen, okay, so wie Plessy habt ihr gerade gesehen, er hat ein Item dagegen. Okay, kann man machen. Wenn man es halt nicht weiß, ist halt nicht so geil, ne? Versuche ich's? Vielleicht. Es ist so ein typischer Fall von, wie gesagt, wenn du es weißt, kannst du dich drauf einstellen. Wenn du es nicht weißt, hast du hier eindeutig die Arschkarte. Weil, diese Verwirrung in Kombination mit dem Konter ist halt ätzend. Ich weiß auch nicht, ob wir den Kampf noch gewinnen können. Ich muss ja zwar nur noch einmal durchkommen, aber das ist eine Kunst für sich und er heilt sich auch immer wieder. Ja. So gucke ich gerade auch. Okay. Ah, mein Kopf. Mein Kopf. Vor allen Dingen, ich fand halt echt so insgesamt, wie gesagt, der Server war echt episch, die ganze Sache. Das mit Yu war richtig episch. Gut, das Matadormon fand ich so ein bisschen random, dass es gerade dieses Digimon ist. Aber das fand ich insgesamt alles cool. Und dann kommt dieser Kampf und ja, ich habe keine Ahnung, was das war. Ich weiß auch nicht, wie ich mich hätte schlauer verhalten können, weil klar, ich hätte versuchen können, die Panik irgendwie mal wieder zu heilen oder so. Aber das Problem ist einfach, wenn alle drei panisch sind, permanent, hast du halt kaum irgendeine Chance, irgendwas zu machen. Und ob du dann unbedingt immer so das Sinnvollste machst, wenn du mal dazu kommst, irgendwas zu machen, ist auch so die andere Sache. Also ich habe gerade so extreme Flashbacks zu der Sache mit dem Kroko aus dem ersten Let's Play. Wenn du es halt nicht weißt, kannst du halt schon ganz schön aufs Fressbrett bekommen. Meine Güte. Naja gut, denke mal, ich stehe jetzt wieder quasi vor der Szene. Das ist mein Speicherstand. Quasi... Genau hier. Als hätten wir nichts in diesem Part gemacht. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal. Normale Panikbarrieren habe ich zumindest. Aber, na, halbe Verwirrungsrate immerhin. Lass mich mal ins Digilab kurz. Das war... Es hat mir keinen Spaß gemacht, wenn ich das mal so sagen darf.
Aber hier kann ich sowas, glaube ich, nicht kaufen. Dafür müsste ich, glaube ich, nochmal ganz raus. Oder? Nö. Kann mal gucken, ob irgendwer auf der Bank sowas hat. Du hast noch eine normale Panikbarriere. Du hast eine Panikbarriere DX. Gut, dann bereiten wir uns doch mal auf den nächsten Part vor. Du warst ein Virus-Digimon. Das ist schön. Plessy hatte ja auch so ein Ding. Genau. So, dann können wir noch Lilithmon mitnehmen. Wobei, machen wir das mal kurz anders. Nö, da kenne ich jetzt nichts. Gib mir kurz mal das hier. Du kannst es bei Gelegenheit wieder haben. So, hätte ich gerne noch Lilithmon. Und dann bin ich eigentlich halbwegs gut aufgestellt. So, wen nehme ich denn dann gleich mal nach vorne gegen das Ding? Oder beim nächsten Mal? Heute werde ich es nicht nochmal machen, aber... So. Ja, das sieht nett aus. Du hattest sowieso eine Barriere. Dann kriegst du auch nochmal eine. So. Also wie gesagt, da kenne ich jetzt nichts. Du kriegst die normale Panikbarriere. Dann sind die drei schon mal gut aufgestellt. Du kriegst auch eine. Panikbarrieren für alle. Du hast sowieso eine. Zack. Ach ja, wenn man es weiß, ne? Jetzt ist nur noch Beelzemon. Aber du bist jetzt einfach einmal Deko. Heißt, jetzt bin ich, glaube ich, halbwegs gut aufgestellt. Das war sehr nervig, muss ich sagen. Es tut mir auch leid, dass ich mich so ein bisschen angekotzt angehört habe, aber das war ich in dem Moment auch. Ich bin voll zerlegt worden. Das ist richtig unepisch. Und auch noch gegen dieses dumme Vieh, was von Yu Besitz ergriffen hat. Und Yus Leiche lag daneben und dachte sich so, scheiße. Aber gut, das dachte ich mir auch. Dann würde ich aber sagen, im nächsten Part starten wir quasi direkt in dem Kampf. Weil die ganze Szene davor hatten wir jetzt ja, dass wir quasi direkt im Kampf gegen Matadormon starten oder zumindest kurz davor irgendwie, damit der Part heute zumindest nicht ganz so überflüssig war. Man könnte es jetzt rausschneiden und so tun, als wäre es nie passiert, aber ganz ehrlich, zum einen wäre es etwas auffällig, wenn plötzlich alle Panikbarrieren hätten, so, oh, das habe ich ja nicht gewusst, das war Zufall. Und wenn ich es halt wieder genauso versuche, werde ich auch genauso zerlegt werden, deswegen, das passt schon. War jetzt halt einfach so, war blöd, muss man mit leben, beim nächsten Mal hauen wir ihm auf die Schnauze. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Digimon Story und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute!